Bevor das Video losgeht, kommen wir natürlich zur Frage der Woche. Als erstes kommen aber die besten Antworten auf die letzte Frage. Ich habe euch nämlich letzten Freitag gefragt: Was sind eure besonderen Fetische? Ich habe ziemlich viele Kommentare bekommen und lese jetzt die, wie ich finde, besten drei vor. Auf Platz 3 ist Paluten-Clips. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche, auf dich. Ha! Gay! Dann kommen wir auch schon zu Platz 2. Der Kommentar kommt von Auf dem Weg. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche, Vulkane. Ja, die Frage war nach Fetischen. Man muss sagen, Vulkane sind ja auch echt extrem heiß, ne? Boah, war der schlecht. Okay, dann kommen wir auch schon zu Platz 1. Der Kommentar kommt von Janis Radkamp. Nee, warte mal. Der war doch schon mal im Video. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche. Mein besonderer Fetisch ist, ich stehe auf ein ganz besonderes Mädchen, was ich ganz doll liebe. Ja, das könnte glatt von mir sein. Ja, vielen Dank für die ganzen Antworten, hat mich sehr gefreut. Und jetzt kommt natürlich wieder eine neue Frage der Woche. Was war dein schlimmster oder lustigster Albtraum? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, die ihr natürlich immer unter dem Hashtag Frage der Woche in die Kommentare schreiben könnt. Falls euch das zu privat sein sollte und ihr nicht wollt, dass es andere sehen können, dann könnt ihr mir eure Antworten auch immer gerne über Discord oder Insta schicken. Und es wäre cool, wenn ihr einfach dazu schreibt, wenn ihr anonym bleiben wollt. Jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fireworks Mania. Wie man sieht, gibt es einen Workshop. Das Ganze ist mega geil. Nämlich kann man da drauf drücken und dann findet man, wer hätte gedacht, den Workshop. Da gibt es extremst viele Mods von halt irgendwelchen Leuten erstellt. Manche sind verdammt geil, manche sind mega verrückt und manche sind einfach nur schlecht. Aber das werden wir heute sehen. Deswegen gehen wir mal auf zurück und Spiel starten. Wir gehen auf die Town Map und da sehen wir heute mal, was es alles so gibt. Es gibt verdammt geile Sachen. Man muss aber auch sagen, das Spiel lädt ein bisschen länger. Also ist ja auch klar, ne, mehr Sachen, mehr Ladezeit. Aber das werden wir jetzt eben sehen. Also, hier sind wir und man sieht, es gibt einen neuen Reiter. Nämlich zwischen Feuerwerk und Blaupausen findet man jetzt noch den Workshop. Und da ist extremst viel Zeug drin. Man kann hier gucken, Batterien gibt es auch noch extremst viele. Dann Böller, gar nicht mal so viele. Kleinkram gibt es extremst viel. Ja, wo ist denn das? Gut, das hat jetzt keiner gesehen. Dann Bombenrohre gibt es auch recht viele. Vor allem hier ganz oben ist so ein Laumania-Bombenrohr. Denn Laumania ist ja der Entwickler von dem Spiel. Der macht das alles alleine in der Freizeit. Echt geil. Dann gibt es Gegenstände. Und jetzt fangen wir mal an mit den Raketen. Das sind verdammt viele. Und ich würde sagen, das reicht für ein Video. Dann im nächsten Video gucken wir uns die Batterien an. Dann den ganzen Kleinkram. Dann die Bombenrohre und dann die Gegenstände. Dann haben wir doch mal ordentlich was zu tun, oder? Denn wenn ich alles in einem Video mache, dann bin ich ja morgen noch dran. Also, Blaupausen, ich habe schon was vorbereitet. Und jetzt sieht man, hier stehen die ganzen Raketen in der Reihe. Das habe ich schon mal vorbereitet. Oder vielleicht hat es auch Tim vorbereitet, danke dafür. Und jetzt können wir das Ganze mal testen. Das sind die ganzen Feuerwerkskörper in der Reihenfolge. Das heißt, auf Raketen geht es los mit denen hier. Dann geht's hier weiter, dann geht's hier weiter. Ist halt verdammt aufwendig gewesen, das zu platzieren. Ja, ich denke mal, es wird sich lohnen. Wie gesagt, es ist auch viel Müll dabei. Denn es ist ja, glaube ich, nicht vom Entwickler selber, sondern halt von irgendwelchen Moddern, oder? Wenn ich da falsch liege, schreibt es gerne mal. Die Rakete hier sieht geil aus. Ob es wirklich ist, werden wir gleich sehen. Aber freut euch nicht zu früh. So, jetzt let's go. Hiermit fangen wir an mit... Ach, da steht gar kein Name dran. Das ist blöd. Na gut, dann fangen wir halt an mit der blauen. Let's go. Bin gespannt. Ja. Ist eine gute Rakete, ne? Aber so spannend war es jetzt nicht. Dann die grüne. Dann glaube ich alle gleich, oder? Dann nochmal die pinke hier. Genau. Pinke. Ach, lila war die. Oder rosa. Ich verwechsel das immer. Lost. Okay, weiter geht's. Das ist die rote und das die gelbe, das die grüne und das die... Rote? Hä? Sind das unterschiedliche? Egal, wir setzen einfach mal alle in Brand. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Rot. Gelb. Grün. Oh, grün hat Power. Und rot. Sehr schön. Ja, sind ganz geile Raketen. Dann geht's hiermit weiter. Let's go. Schönes Ding hier mit der Kugel. Und... Oh, ja. Kann man machen. Also hier bei den Kandidaten ist das Design sehr kreativ gewählt worden. Einfach immer das gleiche, sehr schön. Dann gucken wir uns das mal an. Schöner Effekt auf jeden Fall. Oha, geil. Die sind ja geil. Ich wollte gerade sagen, schöner Effekt beim Aufsteigen. Aber der ist ja generell voll geil. Dann der hier.
sind, glaube ich, auch andere Farben, oder? Und? Ey, wie geil. Das ist ja schön. Dann die hier. Und die hier noch. Gucken. Wie schön sieht das denn aus? Unglaublich. Dann geht's weiter mit denen hier. Ich kann ja mal die Taschenlampe anmachen, da sieht man auch mal was. Das sind eigentlich alles die gleichen, nur halt in anderen Farben. Also, let's go. Erstmal blau. Oh. Sehr schön. Dann die orangene. Dann die grüne, direkt auch noch hinterher. So. Ach, das war gelb oder orange? Nee, das war orange. Hä, grün? Hä, das ist ja lustig. Wie cool. Dann noch die beiden hier. Einmal so ein Rotton. Und dann einmal sowas hier. Wie schön. Ja, das ist mal was ganz Neues. Dann geht's hier weiter mit der hier. Wir sind mittlerweile hier, ne? Ich glaube, die Mitte oder so haben wir, oder? Ne, noch nicht mal. Okay, weiter geht's. Let's go. Ja, ist eine normale Feuerwerksrakete. Da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Dann mal die hier. Oha, geht die hoch. Hallo? Ja, wie hoch denn noch? Alter! Das sieht ja schön aus. Das finde ich geil, wenn die Funken so runterkommen. Alter! Das finde ich cool. Das war jetzt welche? Das war die hier. Die kann man sich ja fast mal merken. Aber das werde ich auch bei so vielen sagen. Da gibt es so viele geile, dass man die sich am Ende wahrscheinlich eh nicht mehr merken kann. Aber naja, ganz geil. Das Ding sieht irgendwie aus wie ein Weihnachtsbaum. Let's go. Auf die bin ich auch gespannt hier. Die werden bestimmt krass. Und? Hä? Ach, lol. Das ist ja fast ein ganzes Feuerwerk. Nice. Dann kommen jetzt die Dicken hier. Einmal die. Da erwarte ich einiges bei dem Kopf. Ja, ist ganz schön, ne? Die ganze Welt ist ein bisschen erleuchtet. Ja, ja, kann man machen, ne? Jetzt die hier. Sky steht drauf. Da erwarte ich auch viel, vor allem bei diesen Öffnungen an der Seite. Und... kann man machen. Dann die hier. Boah, die ist ja aber richtig bunt. Das ist, glaube ich, dieser RGB-Blaster gewesen. Der ist voll geil. Dann ist hier eine Katze. Warum auch immer sich jemand dachte, er moddet einfach mal eine Katze hier rein. Der machen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mal Feuer unterm Hintern. Und gucken mal, was passiert. Ja, also, der Effekt geht. Aber eine Katze hätte ich jetzt da nicht draus gemacht. Dann gibt es hier so eine Bombe. Was steht denn da drauf? Let's go. Da erwarte ich jetzt richtig ein Krawumm. Und? Die geht hoch. Ui, alles hell. Das ist geil. Das ist geil. Okay, dann gucken wir mal. Da ist das Design wieder sehr kreativ gewählt worden. Let's go. Kann man machen. Dann, was ist das denn für ein Viech? Ach, das ist ein Pferd. Ist aber komisch verzerrt. Ich dachte erst, es wäre ein Hund. Aber naja, gut. Let's go. Dann die hier. Ja gut, die fand ich jetzt gar nicht mal so geil. Dann gibt es die auch wieder in vielen verschiedenen Farben. Da würde ich sagen, machen wir mal eine Zündschnur dran. Einfach mal so. Und lassen die mal alle hintereinander abschießen. Let's go. Schöner Effekt. Halt immer gleich.
nur eben in anderen Farben. Finde ich geil. Okay, dann kommen wir jetzt zu denen hier. Das sind diese Tims in anderen Farben. Let's go. Also Tim heißt ja die Bombe in dem Spiel, ne? Sollte, glaube ich, jeder wissen mittlerweile. Sehr schöner Effekt. Aber hatten wir nicht so einen vorhin schon mal? Dann gibt es den noch in Gelb. Ach, die ist ganz anders. Ich dachte, der wäre gleich, nur anders farbig. Aber das ist ja interessant. Okay, dann Rot. Ja, ist auch ganz nice. Dann kommen wir jetzt zu denen hier. Die sind auch wieder sehr kreativ designt. Hallo? Ach, hey. Das war ein ordentlicher Knall. Dann gibt es die wahrscheinlich auch noch in anderen Farben. Oder? Genau, die sind aber alle gleich. Grundsätzlich, oder? Machen wir die noch und die noch. Ja, kann man machen. Finde ich ganz cool. Dann geht es jetzt mit der weiter. Die sieht aus wie die von vorhin. Aber ich denke mal, die hat einen anderen Effekt. Dann geht's hier weiter. Mit der grauen. Dann die weiße kleine. Ja, ist eine normale Rakete. Gar nicht so spannend. Dann eine rote. Oh Gott, dieser Sound. Nice. Ja. Dann geht's hier weiter mit der. Die sieht auch wieder gleich aus wie die paar von vorhin. Aua, also dieses Geräusch. Das ist halt, wenn irgendein Modder gar keine Ahnung hat von dem, was er macht. Das klingt ja nicht mal schön, das ist einfach nur Ohrenkrebs. Naja, dann kommen wir jetzt zu der hier. Let's go. Hä? Die ist ja immer noch da. Bro. Geht die auch irgendwie weg? Dann geht's jetzt weiter. Und zwar mit der MOBA-Rakete. Die sieht verdammt geil aus. Ist es aber nicht. Und zwar, wir zünden die einfach mal an und dann seht ihr es selber. Nämlich schießt die erstmal mega spektakulär nach oben, wie eine Rakete. Dann geht der Schub aus. Und die kommt einfach mal genau so, wie sie hochgeschossen ist, wieder zurück. Die dreht sie nicht mal um. Und dann würde ich als Tipp sagen, wir hauen mal kurz ab, denn das knallt gleich ordentlich. Genau das meinte ich. Die halbe Welt brennt. Wenn das oben explodieren würde, wäre es vielleicht ganz geil. Aber das tut's halt einfach nicht. Und das ist blöd. Jetzt haben wir hier so einen Rauchteppich irgendwie. Die halbe Welt ist kaputt. Also, ja, Ach Gott, jetzt ist die Tankstelle noch explodiert. Naja, gut. Ist halt so eine Sache, ne? Wenn alles brennt, ist es vielleicht... Hoppala, bin ich gerade durch die Welt gefallen? Huch. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, beim nächsten Mal können wir die Batterien testen. Das wird bestimmt auch ganz geil. Ja, falls ihr mehr sehen wollt, schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare oder auch gerne Vorschläge, was ihr mal sehen wollt. Dann. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten. Da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.